Ja, und wenn ihr dann groß seid, Genau. dann könntet ihr auch euer Land beschützen. Ganz wichtig. Ja, müsst ihr auch, ne? Ja, Weil davor erfreut da sich müsst ihr schon. nämlich, ja, da müsst ihr aufpassen und so. Aber erstmal lernt ihr von euren Eltern erstmal das Fischen. Genau. Das ist ganz wichtig. So, ne? Also haut rein und nicht hier so Checker oder sowas Ja, werden, ne? Bei Checker du wollen wir kannst nicht. dich gerne mich als Vorbild nehmen, ist in Ordnung, aber denk dran, erst die Schule, das geht vor, erstmal lernen. Beruf Na? lernen und dann könnt ihr, aber tu mir einen Gefallen, lass dir nicht so eine Frisur machen. So, herzlich willkommen, Leute, zu Ja, Ghost Recon Wildlands. genau. Wir haben uns, ich weiß gar nicht, ob wir letztens hier, ich weiß es gar nicht, warum wir jetzt hier sind. Ich habe keine Ahnung, ob wir auch hier gelandet sind. Ich weiß es gar nicht. Na gut, der Vater ist am Fischen. Ja, sag ich ja. Ja, wir haben jetzt hier, wir gehen mal eben auf die Karte. Genau, wir schauen uns das einmal an. Hier, da wollen wir hin. Wir haben Die. Kingslayer-Dateien hier. Genau, und hier rechts haben wir noch einen einzelnen mit Gefangenen und da gehen wir dann erstmal ganz easy Genau, peasy weil so wir am haben Strand lang. unten neben dem Heli, links davon, da sind auch noch welche. Ja. Also wir gucken jetzt mal. Wir holen uns jetzt erstmal den einen. Genau. Haben wir noch alles? Haben wir noch. Wir können ja hier unten am Wasser irgendwie so. Ja, mir ist egal. Der ist ja in 173 Metern, glaube ich, ne? Wir gehen mal durch das Gebüsch. Ah, da hinten ist er doch. Ja, den Ja. können wir uns leise holen. Komm. Oh, der guckt uns schon an, oder? Warte mal. Nee, nee. Bevor der uns merkt, ist er tot. Ja. Und dann lassen wir die Gefangenen frei. Ganz genau. Wir gehen ganz leise, weil der ist, glaube ich, der ist ganz alleine. Dann können Sie schon auf die Schulter klopfen und Hallo sagen, was? Ja, warte mal. Gucken, ob er da überhaupt möchte. Und dann mit F. Pf. Warte mal, lass mal gucken. Ich gehe mal hier so rechts dran Ah, der vorbei. steht dahinter. Und Sie? Ich Sie können guck ruhig. gerade. Oh, die anderen sind aber auch nicht weit weg, ne? Da steht Ah, er. hol ihn dir weg. Oh. Na gut, muss man das so machen. Oh, bleiben Sie mal einen Moment ruhig. Ja, die beruhigen sich schon. Hören Sie mal. Ja. Ich verstehe Sie wieder nicht, warum Sie mit Ihrem Sniper wieder im Nahbereich schießen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, eigentlich hat sich das gerade Die ausgerüstet, um kommen. zu. Die kommen, dann nehme ich eine andere. Komm, wir kommen denn mal entgegen. Kommen Sie mal. Nein, bleiben Sie Doch, hier. doch, doch, Nein, doch, die doch. gehen auch wieder zurück. Ich möchte das koordiniert machen. Bleiben Sie hier. Oh, der erste kommt schon angelaufen. Das war nicht gut, was sie gemacht haben. Ja, Das der war nicht erste gut. kommt. Da ist er. Ja, lass ihn kommen. Er ist schon da. Ja, die kommen auch schon. Von der rechten Seite kommen sie. Ja. Ja, ich wollte eigentlich mit F und dann hat Der er. erste kommt. Ja. Hat er sich Der umgedreht? zweite kommt zu deiner Seite. Den ersten hole ich mir. Ja. Die sind alle, ah, da ist er. Tango getroffen. Immer in die Köpfe. Geht schneller. Hier ist alles weg. Ja, Köpfchen. Einmal nachladen. Hier ist Ruhe. Ja, ich gehe mal ein bisschen vor. Kann ich noch ein bisschen Muni Können wir holen die mit ihr? Gefangenen freilassen? Ja. Oh, da ist was Lilanes hinter uns. Bleiben Sie mal in Deckung. Das Auf der ist Straße. Wir fahren ja, vorbei normalerweise. das fährt ja hier vorbei. Ja. Oh, jetzt Kommen kommen sie. Verstärkung. Ja. Die kommen hier runter. Ja. Ja, die sind schon da. Ja, ich stelle mich hier hinter die. Ich gehe dir mal ein Stück entgegen. Hier unten sind sie. Ja. Abschuss bestätigt. Ich gehe mal auf die andere Seite. Okay. Okay, alle weg. Ich wollte eigentlich auf die andere Seite, aber es war wohl nichts. Ja, So, wollen wir. komm, wir lassen die Leute frei. Ja, dann haben wir hier natürlich auch noch Unterstützung, ganz genau. Das wollen wir auch. Wer Sniper? Für Sie. Für mich, okay. Ja, ich schieß mit drauf. Ja, warte, ich habe ausgerüstet. Moment, wir gehen hier oben rauf. Ich Treffen habe wir den den schön im besser. Visier. Ja, dann
Schussfreigabe. Okay, wenn du auszielst, 3, 2, 1, Schuss. Weg ist er. Der Tango ist hin. Sehr schön. Ich lass die Leute raus. Ja. Wer auch immer jetzt getroffen hat, ich weiß es nicht. Das weiß ich allerdings auch nicht. So, ich habe ihn rausgelassen. Jawohl. Okay, weiter geht's. Sniper ist weg. Mhm. Wir gehen uns mal eben die Kingslayer-Dateien holen. Mhm. Ja, jetzt ist ja hier Ruhe im Karton. Ja, hier haben wir Ruhe jetzt. Können wir ganz in Ruhe reingehen. Müsste hier in dem Gebäude drin sein. Mhm, in dem zweiten Gebäude. Oh, oh, oh. Ja, Unidad, scheiß drauf. Ah, ich müsste hier Vorrat sein. Ja? Vorrat habe ich da. Ja, mach mal fertig. Geh mal rauf. Dass ich den Vorrat hier kriege, ohne entdeckt zu werden. Kann das sein? Ist das das? Nee. Nee, der muss hier irgendwo sein. Wo ist denn der oben bei dir? Ne, hier. Hier ist er. Wo ist die Kingslayer-Datei? Oh, da stehen die anderen Typen. Die Kingslayer-Datei müsste eigentlich unten wir sein. Setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. So, weil hier mal. Ist sie nicht. Ja, ich komm mal. Einmal kicken. Die hier unten? Oder ist die noch weiter unten? Ist die im anderen Gebäude? Aber ich finde die hier nicht. Da ist eine Munition, da gehe ich auch nochmal eben holen. Also hier ist sie nicht. Na, die müsste ja hier irgendwo liegen. Warte mal. Ne, hier ist sie nicht. Doch, müsste aber. Ich geh mal. Dann müsste die. Also hier, du brauchst ja nicht hochgehen, da war ich schon. Ich war da schon. Mhm. Die müsste eigentlich. Verstehe ich irgendwie nicht. Auf dem Dach liegen, die ist hier oben. Hier oben? Ja, sehr. Ja, habe ich die nicht gesehen. Nein. Nein! Nein, nein! Warte mal, ich komme mal hoch. Ja, du hast wahrscheinlich nur das Essen gesehen, hast dich darüber hergemacht und hast das hier. Nee, ich habe gar nichts gegessen. Naja, ich nehme sie schon mal. Naja. Ach, da oben. Okay, dann nehmen wir sie mal. Anzeigen. Sollte man die Eier ins Maul stopfen. Dabei soll er sowas wie ein Genie sein. Genie? Vorgestern musste Eier im Maul bleiben, um die Schrauben an dem neuen Prototyp zu justieren. El Cerebro lag im Dunkeln auf dem Boden seines Büros und hatte eine dicke, fette Line Koks um seinen Körper gezogen. Was hat er gemacht? Nur da gelegen, an die Decke gestarrt, irgendwelche Zahlen gemurmelt. Kranker Scheiß. Keine Ahnung, auf welcher Droge der ist. Aber sie ist stärker als das Zeug, das sie uns gäbe. Claro. Okay. Ja, also die bauen U-Boote, ne? Ah, sie haben denselben kommen Gedanken sie mal her. Wie ich. Ja, was halten sie da hinten von den Typen, dass wir die wegmachen? Von so, hier. So mit Fernschuss, so in 137. Da sind... Ja, auch Zivilisten, ja. Also nicht, dass du auf die Zivilisten schießt. Hm. Ich ganz links, sie rechts, aber da sind die Zivilisten vor. Sollen wir ein bisschen näher ran? Ja, können wir auch. Dann na, brauchen wir Sniper nicht. Wir können auch von dem Sniper-Turm das machen. Ja, können wir auch. Aber dann haben wir einen höheren Winkel, dann kann man ja. Das vielleicht besser ohne die Zivilisten. Nehmen Sie mal den Besen, machen Sie mal hier sauber. Nee, ist nicht meine Aufgabe. Nehmen wir mal eben Muni. Mhm. Wo ist denn der Turm? Ja. Warte. Haben Sie das Wetter bestellt? Nein, ich habe meinen Teller, aber Sie haben ja gesehen, die Teller waren nicht aufgegessen. Dann wissen ja, Sie dann auch von wem wissen das wir ja, wer das war.
So, so, wir schnappen uns jetzt da die eben schnell die Küppe. Die Sniper-Knarre. Ich gehe mal von hier. Ja, Sniper-Knarre ist natürlich schön und gut, aber da kann man nur einen Schuss immer geben. Also nehmen wir die andere Knarre, gucken wir mal. Ja, können wir versuchen. Oder soll man doch noch ein bisschen näher rangehen? Nein, 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 das reicht von hier. Ich bin bereit. Ich nehme den rechten. Ja, dann fange ich mit links an. Bereit? Ja. 3, 2, 1, Schuss. Ja, das war klar. Tango ist tot. Ja, erledigt. Und keine Zivilisten, oder? Nee, nee, haben wir nicht. Zwar haben die einen kleinen Schock gekriegt, aber... Naja, klein... Oh, hier liegt auch was Schönes. Gucken Sie mal. Was wird für Sie sind, so ein Schneipi, ne? Ah, was ist das denn? Eine M40A5. Okay, nein, aber ich habe nichts. Nein. Wir gucken mal auf die Karte. Ja. Das sieht doch schon mal gut aus, ja. Einmal auf die Karte. So, das haben wir. Das ist auch ein Fragezeichen. Ja, schlagen Sie was vor. Weil hier ist ja auch ein Heli, ne? Genau. Ich soll was vorschlagen. Wollen wir vielleicht also, den... Warte mal, hier unten ist noch eine. Gucken Sie mal. Ich werde die mal eben kurz markieren. Wen denn? Ja, Moment. Ich muss die mal eben markieren. Da ist noch eine Kingslayer-Datei. Da. Ah, die ja. Ich glaube, die schnappen wir uns mit dem Heli eben. Oder wollen wir eben die Waffenteile oben holen? Weil das ist ein Ort, wo wir eigentlich gar nicht hin müssen mit der Zieloptik. Dann haben wir die auch weg. Dann haben wir auch noch ein paar Fragezeichen, die wir aufmachen können. Also hier oben, die meinte ich. Ah nee, wir sind da einmal hier unten. Ja, ich weiß, aber fliegen wir halt da hoch, da ist ja sonst erstmal nichts. Ja doch, da ist noch ein Story-Einsatz. Da sind noch Aufklärungsdaten. In dem Bereich, wo da, wo ich, das A gemacht habe. Ja, richtig, richtig. Das meine ich ja, deshalb erstmal vielleicht oben, dann haben wir ein bisschen Ruhe, dann haben wir das schon mal weg, dann brauchen wir da erstmal nicht mehr hin, da haben wir die drei Fragezeichen frei und wir haben drei Fragezeichen. Ja, das sind drei Fragezeichen. Ja, dann mache ich das weg hier wieder. So, dann mache ich das hier weg. Und dann sagen Sie mir nur, dass ich da richtig schön rüberfliege. Ja, ja, natürlich, ich wieder. Ja, klar. Dann mal los. Ja, bei dem Wetter können wir da so nicht viel reißen, oder? Nee. Warum schleichen Sie noch? Sie können aufstehen. Nee, weil ich das so gewohnt bin. Und außerdem habe ich gepupt. Ach, schon wieder? Der ist nur am Pupsen, ne? Hören Sie mal auf, Bohnen zu essen. Immer diese Böhnchen. Ja, hier gibt's ja nun mal nichts anderes. Ja. Ja. Was soll ich denn machen? So was, Ich fliege. So, sagen Sie mir dann bitte, ne? Ich schau mal auf die Karte. Dass ich da nicht über Gebiet... Jetzt haben Sie es wieder nicht markiert, ne? Doch. Ach, da hinten. Ja, ja, Sie brauchen jetzt einfach nur geradeaus fliegen. Okay, dass ich über Gebiet... Boah. Ja, ja, da passiert nichts. Sie kommen nicht über das Gebiet. Und die Fragezeichen hier. Aber das machen Sie ja jetzt nicht offen, wenn wir da drüber fliegen. Nee, nee, da müssen wir einmal kurz aussteigen und einmal Dröhnchen hochschmeißen. Meine, also was eine dunkle... Guck mal, da oben ist ein bisschen offen und alles andere ist dunkel wie die Nacht. Also die können direkt, jetzt wenn sie da direkt anfliegen, die ganze Geschichte, kommen sie nicht über die Grenze rüber. Außerdem, wenn sie über die Grenze kommen, ist das nicht so tragisch, weil das ein Gebiet ist, wo wir schon gewesen sind. Okay. Nee, ich deswegen wollte eigentlich nicht was frei machen, darum ging's. Nee, 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 alles gut. Wenn sie jetzt so weiterfliegen und direkt drauf zu, dann passiert da nichts. Weil das Gebiet war, haben wir schon erledigt. Da waren wir schon. Hauptsache kommt nicht irgendwas Überraschendes. Oh, schöne Felder hier, gucken wir mal. Schön versteckte Felder, die man so erstmal gar nicht sehen würde. Mit ein paar Wächschen. Also ich muss immer noch sagen, ne? Obwohl dieses Spiel so alt ist. Wiederholt sich wieder. Tut mir leid, ich muss das immer wieder erwähnen, sieht das wahnsinnig geil aus. Ja. Ja, pass mal auf, ich gehe mal hier irgendwo runter, dann können wir einmal mit dem Dröhnchen. Ja, aber hier unten sind Gegner. Ja, da hinten, da. Ich will ja jetzt auch nicht, ne? Vielleicht machen wir die Tankstelle auch noch frei, dann haben wir die auch weg. Ja genau, geh mal hier runter.
Da unten werden wieder welche festgehalten. Warte. Geht das so? Ja, sollte reichen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Na super. Naja, zur Not muss ich. Komme ich gleich in den Heli wieder nicht rein. Aufsammeln. So. Schmeißen wir. Was haben Sie Scheiße gemacht? Ich komme nicht rein. Oh. Mich doch am Arsch. Die Drohne ist an meinem Heli zerschellt. Du bist sehr clever. Dann müssen wir eben warten. Ach, fuck. Hä? Sagt die das jetzt jedes Mal? Wenn ich sag, warum hat die denn jetzt Fuke so? Ja, ich kann sie ja dann nehmen. Sie müssen ja nur die Drohne ein bisschen ausrüsten. So, hier ist jetzt aber nichts. So, sobald die Drohne dann da ist, dann machen wir mal eben. Da habe ich so ein Fragezeichen frei gemacht. Mit dir. Ein bisschen nach vorne. Das Dumme ist, dass ich gleich in den Heli nicht reinkomme. Das ist auch viel schlimmer. Ja, ich sag doch gerade, bleiben Sie locker. So, jetzt gehe ich mal hoch. So. Ne, ich glaube, das war's, ne? Wie haben wir alle. Da ist zwei Fragezeichen habe ich frei gemacht. Zwei. Wo ist der dritte? Aber wo sind denn die Typen hier? Ach, hier unten sind die. War das das dritte? Gucken wir mal. Jo, war die Tankstelle, dann dieses La Fonterra und die Farm. Genau. Und da ist auch die Kiste. Und hier unten sind die Typen. Die Karre ist alarmgesichert. Mit dem Rennwagen. Oh, da sind fünf Stück und ein etwas höheres Ziel. Ja. Warum? Ach so, das ist der Heli, okay. Und da ist die Farm, wo wir die Ersatzteile holen. Alles klar. Komme ich denn jetzt da oben hoch? Nee, komme ich nicht. Ja, oder? Ich hole sie ab. Scheiße, ey. So, warten Sie. Ich gehe mal hier weiter runter, dann können Sie mich hier holen. Mhm. Ich gehe mal hier ins Tiefland. Ins Tiefland. Also mal, ich versuche mal hier so zwischen ja die Bäume zu kommen. Wäre ganz gut. Wenn es nicht klappt, dann fliegen sie woanders hin. Ja, es wird schon klappen. Ich will nur keinen Baum dazwischen haben, weil der macht mir weh. Ja, ich verstehe. Ich glaube, das sollte klappen. Schön sanft für Sie wie ein Popöchen. Jo, bin da. Jawohl, dann. Wupp. Dann lass doch die da unten in Ruhe, oder was? Erstmal. Die können wir ja auf dem Rückweg. Wenn wir unser Waffenteil haben, müssen wir ja auch wieder zurück. Dann brauchen wir ja ein Auto. Und das Auto sieht sehr schön aus, wenn sie den. Joa. Gesehen haben. So, da ist die Farm. Da ist gar nichts, ne? Da ist gar nichts. Mhm. Das heißt, wir werden unseren Heli dann auch behalten können. Ja. Das Waffenteil ist da, wo da. Ich. Ah, hier in der Hütte ist sie drin. Ja, und das ist sonst nichts. So, dann gehe ich hier mal auf dem Feld. Gehe ich mal herunter. Na, gehen Sie einfach runter hier. Ja, immer. Da ist noch ein Flug oder was sind das? Grubber, wa? So. Dann holen wir uns das mal. Ja, die Bewohner sind schon geflüchtet hier. Ja, mit dem Grill haben sie noch ange. Ach, guck mal. Hallo, guck mal. Seid ihr die Bewohner? Hallo. Die Bewohner wollen mit Ihnen sprechen. Oh, kann ich gebrauchen. So. Zieloptik haben wir. Die Bewohner wollen mit Ihnen sprechen, die stehen hier draußen. Hallo. Das glaube ich nicht. Doch, doch, doch. Gucken Sie mal. Ihre Verwandten, habe ich gesagt. Nein, nein, nein. Doch, 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 doch. Da der Rotkopf, das ist Ihr. Das ist der Chef hier. Oder? Was sagt ihr dazu? Hm? Boah, ich hätte jetzt beinahe drauf geschossen. Nein, das mache ich nicht. Nein! Hören Sie auf. Ja, jetzt ist die Frage: Wollen wir oder wollen wir nicht? Wir können uns da anschleichen mit dem Auto oder wollen wir mit dem Heli? Das ist die Frage. Ich gucke nochmal auf der Karte. Ich weiß nicht, ob wir die Typen unbedingt mitnehmen sollen. Aber warte mal, hier ist noch eine Kiste. Wo ist eine Kiste? Da.
Da, da. Ich höre einen Heli. Naja, der fliegt gerade weg. Nachschub. So, haben wir auch. Oh, 10 Fertigkeiten, aber im falschen Bereich. Ich möchte das eine frei machen. Ich glaube, wir nehmen die noch eben mit. Oder wir machen das noch in der nächsten Folge. Nein, das machen wir noch in dieser Folge. Wir nehmen die noch eben mit. Wo rennen sie jetzt hin? Im Heli. Wollen sie sich auf die Kufe setzen? Und dann ich bin am überlegen, ob ich mit dem Auto dahin fahre. Hier ist kein Auto, oder? Doch, da steht ein Auto. Kommen Sie mal, da ist ja nicht weit weg. Ja. Wir können auch dahin laufen. Ja, ja, können wir auch hinlaufen. Das war mein Gedanke. Andere Wumme in der Hand und dann gehen wir da langsam ran und dann bäm, 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 bäm und dann sind die weg. Bäm, 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 Freunde. Ihr wisst, was dieses bäm, bäm, bäm bei uns immer Auswirkungen hat, ne? Ja, bei uns ist das immer so eine Geschichte mit dem bäm, bäm, bäm. Oh. Hä? Sind Sie schon wieder über eine Nuss gestolpert? Nein, ich hatte gestern einen ungewöhnlichen Fahrgast. Aha. Ich hatte einen Nymphensittich. Und der hat halt immer schön geschrien, wie er so ist. So, mal in die Knie, meine Damen und Herren. Ja, Knie. Wir gehen mal langsam ran. Und ich glaube, das geht ganz schnell jetzt. Ja, bei Ihnen sowieso. Aber ich muss ein bisschen bessere Sicht haben. Ich habe super Position. Außer auf einen, den sehe ich nicht. Ach doch, den sehe ich. Können Sie von links? Ich kann von links, ja. Dann mache ich von rechts. Sind Sie denn bereit? Oh, Kreuzfeuer, okay. 3, 2, 1 und Schuss. Tango getroffen. Alle weg. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Dann nehmen wir doch das Auto. Ich meine, Heli kriegen wir ja immer, ne? Da ist dieses wunderschöne Fahrzeug. Und der ist unbeschadet. Ja, da fahren Sie natürlich. Der ist alarmgesichert, denken Sie dran. Ich komme da nur nicht rein, das ist mein Problem. Ich bin schon drin. Ja, toll. Das haben Sie toll gemacht. Mhm. Ja, komm, also ich kann da nicht rein. Warte mal, wie ist denn nochmal Sitzwechsel? Ach da. So, dann... Muss ich dann fahren? Dann schauen wir mal, wo wir hinfahren. Wo möchten Sie hin? Boah, so eine Elektrokar. Nee, 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 nee. Den fahren Sie bitte. Machen Sie einmal die mittlere Maustaste, dann machen Sie Sitzwechsel. Sagen Sie ein. Aber wo möchten Sie denn hin? Ja, Freunde, wo wir hinfahren, das seht ihr in der nächsten Folge. So sieht's aus. Also, macht's gut. Tschüss.